mal keine Sekunde Zeit und so. Und da versuchen sich manche von der Arbeit zu drücken. Und da war ich immer der Instructor, der dann gesagt hat, nee, du kommst jetzt her, du machst das und so. Also die waren sehr traurig, als ich dann nicht mehr in der Küche gearbeitet habe. Mhm. Weil, ich will es echt nicht angeben, aber bei mir war das dann sehr produktiv. Und davor haben so natürlich die Schüler immer so das Nötigste nur gemacht. Und bei mir, ich war der Drill-Instructor. Das war schon wahrscheinlich finanziell hilfreich. Dann braucht man so einen wahrscheinlich. Aber ja, war echt ein harter Job. Also alle Leute, die in Gastro arbeiten, ihr habt mein Herz. Ich liebe euch alle. Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber den Job, um den es heute hier geht, den hast du leider nicht aufgezählt. Der fehlt da noch ein bisschen. Und zwar Babysitten. Ah, okay, ja gut. Ich denke wahrscheinlich da ein bisschen zu sehr in den alten Denkmustern so, was kann ich machen? So in meinen, also ich wäre wahrscheinlich nie auf Babysitten gekommen, ich hätte Zeitungen ausgetragen, irgendwelche Dinge erledigt, aber ich wäre selber nie auf Babysitter gekommen. Ich glaube, man hätte mich auch nicht gebucht, wenn ich ehrlich bin.